Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch ein paar Rezensionen und zwar sind es diese vier Stück. Und zwar habe ich einmal für euch die Gilde der Schwarzen Magier, der zweite Band dieser Trilogie, die Novizin. Und dieses Büchlein hat 599 Seiten und kam in Plonwell Verlag raus. Ja, es hat mir richtig gut gefallen. Hier sind wir mit Sonea sozusagen ja, in der Schule, in dieser Gilde und was sie halt da alles so erlebt und was da alles so passiert, was sie alles so erfährt, das bekommen wir halt alles mit und das ist sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es im letzten Band endet. Das ist sozusagen die Welt, also wo Sonea lebt und dann haben wir... glaube ich noch mal, ja, und hinten ist halt noch mal das gleiche, was ich schade finde, aber ich glaube, hier war doch auch von der Schule. Genau, hier ist dann auch die Stadt und die Schule, eine Karte von drinnen, also von der Universität. Und ja, es ist ein einfacher Schreibstil, ist natürlich eine Fantasy-Geschichte mit Magie und alles, was dazugehört. Und ist in mehreren Teilen ab, also halt eingeteilt, dieses Büchlein. Und ja, und jedes Mal ist dann das Cover sozusagen drauf. Was mir sehr gut gefallen hat, es ist nicht so viel, ja, sage ich jetzt mal, gestaltet von den Seiten her. Also es ist halt, wie gesagt, bei diesen Teilabschnitten und bei Kapiteln ist halt jedes Mal dieses Bildchen. Es ist... immerhin schon ein bisschen was dabei. Klar, es gibt beim Drachenmond Verlag oder beim Sternsand Verlag das natürlich viel, viel mehr gestaltet innerlich. Aber das tut der Geschichte nichts ab. Ich muss sagen, ich fand den Teil in der Schule hat mir richtig gut gefallen. Am Anfang, klar, im ersten Band in der Rebellen, da kriegen wir so ein bisschen, wie die Welt aufgebaut ist, wie Sonea lebt, in was für Verhältnissen die aufgewachsen ist, wie sie überhaupt dann auf diese Schule kommt. Also das ist eher so das Ganze außen drum. Und hier lernen wir halt so näher und was halt wirklich ihre Fähigkeit ist, was sie alles so erlebt, wie sie die Schule aufnimmt, wie sie dort behandelt wird. Also es ist schon sehr, sehr schön gemacht. Es ist sehr, sehr spannend. Es hat natürlich ein offenes Ende, klar. Weil die Meisterin ist ja dann der finale Band. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das Ganze ausgeht. Und ja, also ich kann euch die Reihe von Trudy Canavan, die Gilde der Schwarzmagier, bis jetzt nur empfehlen. Ich freue mich, wie gesagt, riesig auf den spannenden und finalen Band. Dann habe ich gelesen gehabt, Der Sixtinische Himmel mit 561 Seiten von Leon Morell. Und hier geht es natürlich Italien Anfang des 16. Jahrhunderts um den Maler Michelangelo Buonarroti oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Michelangelo kennt man ja von seinen Skulpturen. Damit ist er eigentlich am bekanntesten geworden. Aber er hat natürlich auch in dieser einen berühmten Kirche in Italien dieses Deckengemälde komplett gemalt, obwohl er eigentlich Bildhauer mit Marmor. Ja, ihr kennt sicherlich diese richtig schön detaillierten Marmorgestalten von ihm. Die sind ja auch sehr, sehr, sehr bekannt. Und das ist dieses Deckengemälde, was er sozusagen gemalt hat, obwohl er noch nie gemalt hat in seinem ganzen Leben. Also so sieht das dann das Ganze aus. Richtig, richtig schön hat das gemacht, die ganze komplette Decke. Und hier erfahren wir halt dann ja, die Geschichte, wie es zu dem Bild kam, was es alles für Aufgaben und Katastrophen noch zu diesem Bild gekommen sind, was ihm alles sozusagen in der Renaissance abhält für Schwierigkeiten. Dann hat er natürlich noch einen Lehrling, was es mit den Lehrlingen dann alles noch auf sich hat und was dann halt noch alles in den Weg gestellt wird. Also es ist ein richtig, richtig toller
historischer Roman und hat mir sehr gut gefallen. Und auch Michelangelo, ich kann mir schon vorstellen, dass er damals ja so geheimnisvoll und nicht jeden sich anvertraut hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er so war und dass er sich halt auch ein bisschen gegen den Papst aufgelehnt hat und ihn halt auch ein bisschen getriezt hat, weil er halt schon eigensinnig war. Aber nichtsdestotrotz, ja, eine wunderschöne Sixtinische Kapelle, ein Gemälde dahin geschmachtet hat. Und natürlich erfahren wir auch, was es mit diesem Jesus und ja, zu tun hat, wer für ihn Modell stande, was er sich bei diesen weiblichen Figuren gedacht hat. Das erfahren wir natürlich alles. Auf jeden Fall hat es mir richtig, richtig gut gefallen. Als Abwechslung fand ich es großartig. Dann habe ich noch gelesen gehabt, Diabolus von Dan Brown. Und es hat 500, nee, 405 Seiten. Und was soll ich sagen? Hier geht es natürlich um einen Geheimcode. Und dieser Geheimcode soll natürlich eine Maschine entschlüsseln. Aber diese Maschine kann diesen Code nicht entschlüsseln. Und somit herrscht Panik, beziehungsweise man versucht halt herauszufinden, woran das liegt. Und ja, wenn ich Thriller vorne draufstehen würde, wüsste man natürlich, glaube ich, auch so, wenn es um Geheimcode geht und um eine Maschine, die diesen entschlüsseln soll. Das ist natürlich dann spektakulär, spannend und geheimnisvoll natürlich dahergeht, weil natürlich von dieser einen Mitarbeiterin, die ist eine Frau, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie sie hieß. Ihr Mann wird sozusagen beauftragt, in ein anderes Land zu fliegen und eine Leiche zu inspizieren, also halt zu sagen, ob der das wirklich ist und halt wirklich alles, was dieser Mann dabei hatte, wieder in die USA zu bringen, um es da dieser, ja, wie soll man das sagen, dieser Organisation, die dafür beauftragt ist, alles zu entschlüsseln, jeden Geheimcode zu entschlüsseln, jede Nachrichten zu entschlüsseln, um halt die Regierung vor bestimmten Sachen zu warnen, zum Beispiel vor Kriegsbeginn oder vor irgendwelchen Anschlägen und so zu warnen, weil die sollen alle Nachrichten, die rein und rausgehen, gefiltert und analysiert werden. Und das macht natürlich diese Maschine. Und somit ist natürlich auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil natürlich auch noch andere hinter diesen Zettelchen, was dieser Mann da bei sich hatte, her sind. Und ja, so erleben wir sozusagen einmal, wir haben dann auf zwei Zeit, also es ist alles eine Zeitebene, aber halt aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal dieser Mann, der halt diesem Zettel da auf den Grund geht, wo der Zettel hingekommen ist und was es damit alles auf sich hat. Dann haben wir natürlich die Frau, die versucht da in dieser Organisation herauszufinden, was da schiefgegangen ist, warum diese Maschine diesen Code und alles auf sich hat und ja, ob sie diesen Code natürlich knacken können und ob sie die Maschine retten können, ist natürlich die spannende Frage. Das war's dazu. Und dann habe ich noch zu guter Letzt den vierten und finalen Band von Anna Todd, ihrer After-Reihe, gelesen gehabt, nämlich Forever mit 567 Seiten. Und was soll ich sagen? Hier geht es natürlich mit Harden und Tessa weiter und mit den ganzen Landen und wie sie nicht alle heißen, die da mitspielen. Ach, Blenden, wer war es noch? Sondern diesen einen Typen. Auf jeden Fall ist es wieder ein Perspektivwechsel, einmal zwischen Harden, einmal Tessa Abschnitte. Also ein Kapitel ist immer Harden, eins Tessa, so wie sonst auch immer. Wie sonst schon die ganze Zeit. Beide machen eine Entwicklung durch von Band zu Band. Ich finde, im vierten Band kriegt man es am krassesten mit. Es passiert natürlich im vierten und finalen Band so, so, so viel. Und ja,
was soll ich sagen? Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand das Ende richtig süß. Und ja, also ich bin begeistert. Ich liebe diese Reihe und ja, ich freue mich natürlich, wenn sie weiter verfilmt wird. Ich hoffe, dass sie besser verfilmt wird als natürlich den ersten Band. Den fand ich nicht so gut als Verfilmung. Da hat mir das Buch deutlich, deutlich besser gefallen. Ich war mega enttäuscht vom ersten Film. Und weil ich habe so drauf hingefiebert, dass dieses Buch endlich verfilmt wird. Und ja, dann wird es verfilmt und dann sind da so viele Sachen anders und schweifen komplett vom Buch ab. Und ja, der erste Film ist ja nicht nur das erste Buch sozusagen, sondern halt auch noch ein Stück vom zweiten Teil ist da so mit reingeflochten. Und ja, ich finde, das im Film kommt das Ganze auch nicht so rüber wie im Buch. Aber deswegen, mir haben die Bücher auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ich liebe die Reihe und sie darf auf jeden Fall auch bei mir wohnen bleiben, da ich sie mit Sicherheit früher oder später nochmal rereaden werde, weil ich sie richtig, richtig gut fand. Ja, das waren meine vier Rezensionen für euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!